Also los geht's. Wann heben hier an der Beinpresse? Ich glaube, ich mache hier einen auf dem Satz. Das sollte reichen. Ich glaube, ich muss 130 machen insgesamt. Warum fangen wir jetzt hier mit Waden an, an einem Push-Tag? Eigentlich ganz simpel, weil meine anderen Tage alle schon viel zu lang sind. Und es ist prinzipiell ja völlig egal, wo du quasi dein Volumen für eine bestimmte Muskelgruppe einbaust. Weil normale Leute, oder was heißt normale Leute? Also wenn du jetzt halt im Internet irgendeinen Plan oder so siehst, dann ist es meistens halt bei Beinen drin und das dann halt am Schluss. Und dann ist es halt von der Intensität auch so, wie man sich das vorstellen kann. Also wenn man sagt, okay, dann mache ich jetzt, ich habe jetzt ein Beintraining durch und jetzt muss ich noch ein bisschen Waden machen. Ja. Kannst du dir auch vorstellen, wie die Intensität dann ist, wenn du einfach nur noch ein bisschen Waden machen musst. So wie wenn du Arme an den Schluss legst und dann noch ein bisschen Arme machen musst. Hab ich irgendwas vergessen, immer Intra zu machen? Schmeckt komisch. Also mal sind da 50 Cluster drin, 20 ERAs und 10 Gramm Kreatin und kein Gramm Salz. Ich habe nicht richtig geschüttelt, ich Vogel. Okay, jetzt machen wir 130 mal 6. Okay, auf geht's. Boah, leg mich am Arsch. Boah. Okay, 7, auch gut. Noch besser. Und jetzt 7 finden wir so sehr gut. Ich mache dann so in 2 bis 3 Minuten den zweiten Satz. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich bei der fliegenden Variante. So, jetzt hier bewusst letztes Viertel der Dehnung auslassen. Einen auf dem Satz mache ich noch. Staubsaugt. Das solltet ihr aber wegen dem Mikro nicht allzu laut hören. Bin mir ziemlich sicher, dass das hinhaut. Ansonsten halt ein Ticken weniger Sequenzen hier. Wir machen jetzt 8 Reps, lassen einen im Tank. Okay. 9 und einer am Tank, noch besser. Wir lassen hier jetzt quasi das letzte Viertel aus in der Dehnung. Einfach weil das sau schwer wäre und wir jetzt noch nicht am Anfang vom Training die Dehnung so asozial überladen wollen. Deswegen auslassen. Passt eigentlich ganz gut. Okay. 6 in einem Tank mit mehr Gewicht. Cool. Okay, letzter Satz. Der ist jetzt all in. 6 mindestens. Ah.
Das hätte Simon nicht gemacht. Weiter geht's. Ach, so, weiter geht's. Sind die 20er schon die ganze Zeit davon? Hab ich nicht gesehen. Ticken höher. Schon was. Okay. Schauen wir mal, ob das besser passt. Boah. War schwer. Jagd noch in 20ern. Ja, dann mach ich halt noch einen Offensatz. Nicht die ganze Zeit Prediger. Immer noch einen Offensatz machen. Offensatz machen mit 85% oder so. Okay. Weiß ich ja nicht. Mindset ist gerade nicht da. Ich habe letzte Woche 5,5 Scheiben gemacht. Na 6. Also muss ich jetzt steigern. Ich hätte wahrscheinlich eher um 5 Kilo steigern sollen pro Seite als um 10. Und das bumst mich gerade, dass ich das denke. Aber wir kommen klar. Okay. Das ist schon eine Scheibe, Mann. Puh. Junge, nur quatschen, meine Scheiß. Wie es heißt. Komm jetzt. Komm jetzt. Okay, 3 Reps. Mach jetzt. Mach jetzt einen Satz mehr. Zählt er schon? Ja, passt. Ich mach jetzt keinen extra Satz. Ob ich jetzt 4 schnelle Reps mache oder 3 langsame, ist mir jetzt auch egal. Dafür machen wir hier jetzt 7 Reps. Hoffentlich. Ne, machen wir. Aber wenn ich sauer bin, ist auch okay. Weil dann mache ich nämlich den Rest der Session asozial gut. Aber ich bin sowieso sauer, weil die Musik hier richtig Arsch ist gerade. Hans. Oh, geil. 2 Reps mehr. Woo. Nicht mehr sauer. Einen Offensatz machen wir noch. Okay. Fühlt sich gut an. Fühlt sich saugut an. Ich könnte jetzt wieder einen 10er-Sprung machen oder einen 5er. Schlauer wäre ein 5er. Warte, kann ich überhaupt einen 5er machen? Aua, okay. Rep Range getroffen mit meinem Gewicht. Cool. Den letzten Satz am Seitheben habe ich noch gemacht. Auch gesteigert. Au. Und jetzt machen wir hier noch einen Satz an der. Bisschen tiefer noch. Dann gehen wir mal den Jump hin holen. Dann hier jetzt noch eine Runde mit dem Jumpen. Die ist nämlich leider ein bisschen zu leicht. Also ein 10er und ein 5er drauf. Kannst du mir ganz nach vorne raushelfen? Nee, passt. Ja? Fällt nicht um. Wackelt vielleicht ein bisschen, aber fällt nicht. 1, 2, 3.
Danke. So, ihr fragt euch jetzt bestimmt, warum ich jetzt einen Satz an der mache und einen Satz an der Gymleco Brustpresse, die ihr jetzt gleich seht, ist nämlich, dass ich einfach diese, die war mir immer zu leicht, hier die Nautilus, deckloaded, aber seitdem ich den Gympin habe, kann ich die auch machen und ich will sie halt gern machen. Und deswegen mache ich dann halt einfach einen Satz von der Gymleco weg und dann Hilly zuerst. Warum mache ich Hilly zuerst? Weil die noch ein Ticken schwerer in der Kontraktion ist und die Gymleco halt sackschwer in der Dehnung. Und dann gleicht es halt ein bisschen aus, weil wenn ich die Gymleco zuerst machen würde, dann hätte ich hier deutlich weniger Kraft. Einfach weil das sau viel Ermüdung erzeugt, wenn man die Dehnung zuerst überlastet. Deswegen auch bei dem Butterfly die Dehnung ausgelassen, das erste Viertel. Wir machen die jetzt aber trotzdem mit Band, damit die von viel zu schwer in der Dehnung zu nur zu schwer in der Dehnung wird. Und keine Sorge, ist immer noch sau schwer in der Dehnung. Also ich mache hier den Sinn der Maschine nicht kaputt. Es wird halt einfach nur ein bisschen menschlicher. Cool. Ich hab eigentlich getroffen. Letzte Brustübung geschafft. Weiter geht's. Junge, wenn ich jetzt schon wieder sehe, dass ich wieder steigern muss hier und letztes Mal schon. Junge, ich glaube, ich muss erstmal auf Klo gehen, sonst pinkel ich mich ein währenddessen. Fände ich angebracht. Aber ich fände es angebrachter, wenn du mir vorher hilfst. Also, du musst mit aller Kraft, eigentlich musst du jetzt hier das Gewicht schon rudern. Für die erste Wiederholung, damit ich quasi keine Kraft aufwende, um in die erste. Cool. Aber ich freue mich. Ich habe Angst, aber ich freue mich. Soll ich am Ende helfen? Eins, zwei, drei. Ja. Junge, da muss doch eine bessere Lösung für geben. Oh, Dankeschön. Eins, zwei, drei. Passt. Ja. Komm. Schön. Geil, cool. Boah, Alter, ich bin meine Hände nicht mehr. Muss so. Woo. Zwei Raps mehr. Okay, hier ist die Musik wahrscheinlich viel zu laut. Deswegen etwas moderate Einspielungen hiervon. Wir machen jetzt noch Crossover am Kabel. Trizeps an der Brustpresse, da habt ihr gesehen. Junge, es ist so, also ja, ist auf jeden Fall sehr, sehr schwer. Aber wir fetzen jetzt hier noch zwei Sätze. Da gibt es noch ein kleines Pooling. Das seht ihr aber nicht hier, das seht ihr von Instagram. Also wenn ihr noch nicht auf Instagram folgt, haben wir hier eingeblendet. Junge, ich habe 50 Abonnenten. Als ob mir irgendjemand nicht auf Insta folgt, aber auf YouTube. Da kann ja sein. Ach.
Geil. Ah.